Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Blackfire Studios und im heutigen Video habe ich für euch wieder einen massiven, ziemlich geilen und extrem einfachen Card Duplication Glitch für die neueste Version 1.51, ja. Das Ganze ist auch wieder mal ohne iFruit Kennzeichen, das bedeutet, ihr bekommt von dem Winnie Easy Classic die sauberen Kopien und könnt sie wie üblich im Los Santos verkaufen. Natürlich auch in dem Schema, nicht übertreiben, 2 pro Stunde. Und 8 Stück pro echte 30 Stunden, danach mal einen Tag chillen und dann könnt ihr wieder von mir aus 7 bis 8 Autos verkaufen. So in dem Schema solltet ihr das Ganze einhalten. Okay, also das Ganze für die PS4 ist sehr einfach, Xbox One denke ich mal sollte auch funktionieren. Es ist wirklich extrem leicht. Was halt hier schwieriger ist, sind leider die Voraussetzungen. Ich kann es nicht ändern, es ist leider so. Hört euch einfach das komplette ganze Video an und dann werdet ihr diesen Glitch hinbekommen. Wegen dem Merge-Glitch fragen schon viele Leute, es gibt ein Days, aber privat, ja, und wir warten einfach, bis die Jungs den releasen und dann werdet ihr ihn auch hier auf dem Kanal sehen. Falls ihr auch das Video bei Seiko TV sehen solltet, gehen schöne Grüße an seine ganzen Abonnenten raus. Okay, Einladungssitzung ist ganz, ganz wichtig. Links oben zu sehen, blende ich immer schön ein. Und zwar geht ihr in den Editor oder von der Story, stellt ihr über die Einstellungen. Das ist auch sehr wichtig. Freies Zielen, habt ihr das gemacht, geht ihr dann halt im Editor oder in der Story einfach auf den Tab Online. Und dann startet ihr einfach über GTA Online starten. Einfach eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Leider ist dieser Glitch nicht solo, aber euer Freund muss echt nicht viel machen. Er braucht auch gar keine Voraussetzungen. Es ist sehr einfach, wirklich. Tauscht euch einfach unten in den Kommentaren aus und helft euch gegenseitig. Was braucht ihr alles? Okay, ihr benötigt dafür eine Arena, hier Werkstatt, ganz normal, und das Auto, was ihr halt dupen möchtet. Ich empfehle euch nur entweder einen, ja, LG Retro Custom oder die beste Karre ist hier der Winnie Easy Classic, voll aufgetunt. Er bringt euch einfach die volle Summe pro Kopie. Ob da jetzt ein iFruit-Kennzeichen drauf ist oder nicht, ist vollkommen egal. Ihr bekommt saubere Kopien. So, dann braucht ihr auch noch einen Motorradclub und in dem Motorradclub sollten keine Faggios drin sein. Ja, da dürfen keine Faggios drin sein, sondern in irgendeiner anderen Garage platziert ihr Faggios. Das ist egal, macht es halt einfach nur mit den Faggios. Ja, wirklich mit den Faggios, weil ihr müsst über MC Präsident dann sozusagen anfordern. Faggio ist hier im San Andreas. Ich habe, glaube ich, ein paar Stück in der 10er Garage. Hier, glaube ich, da unten sind 3 Stück. Okay. Des Weiteren, wie üblich auch, Bunker mit MOC. Im MOC muss natürlich auf der dritten Stelle, das sind jetzt die ganzen Voraussetzungen, ich gehe sie einmal durch, muss man halt so erwähnen, weil sonst werden viele Leute es gar nicht checken. Lager für persönliches Fahrzeug und hier hinten habe ich zum Beispiel einen kostenlosen RH8. Da kann auch eigentlich auch ein Winnie Easy drin stehen, das ist egal. Und das allerletzte ist, ihr benötigt, ja, ich gehe jetzt hier mal raus aus der Arena. Viele denken ja, oh, der Glitch wird so lange dauern. Nein, wird er nicht, weil ich muss ja vieles erklären. Das checken viele Leute da draußen rein gar nicht. Das nur mal kurz zu erwähnen. Ihr braucht auch noch zusätzlich die Basisalter. Ja, das sind echt ein paar heftige Voraussetzungen. Ich kann es echt nicht ändern. Diese Vorbereitung, ihr könnt irgendeine Lester-Vorbereitung nehmen. Das ist egal, was für eine. Ihr registriert euch als CEO. Ich habe zum Beispiel... Da, die ist schon gerade gekommen, ja. Leicester Weltuntergangsszenario. Ich habe die allererste Vorbereitung gemacht und es klappt auch mit jeder anderen, aber es muss eine blaue Leicester SMS sein. Ich habe sie hier und die nehme ich dann einfach nur hier ganz gechillt vor der Arena einfach nur an und dann geht es Richtung Basis. Okay. Und scheiße, ich habe es beinahe vergessen, die Avenger benötigen wir hierfür auch noch. Es ist echt so brutal. Aber was wollen wir machen? Okay, schaut euch einfach den Glitch an. Den Part vom Kumpel blende ich auch noch ein. Sorry, dass ich mich halt wiederhole, aber manche Leute brauchen das halt einfach. Okay, dann seid ihr hier vor der Heißtafel. Okay, Planungsraum. Wir laufen ganz normal. Das ist voll einfach, ja. So, wir laufen jetzt einfach Richtung da, wo unsere Fahrzeuge geparkt sind, wo auch unsere Avenger ist. Und in der Avenger muss halt auch leider viele Voraussetzungen, Alter. Die Werkstatt sein, damit wir zum Beispiel den Deluxe so drin modifizieren können oder
die Vigilante, das Batmobil, was gibt's dann noch? Technical, glaube ich, solche Sachen, ja, solche Fahrzeuge. Also wir bekommen kein LG Retro Custom hinten in die Avenger rein. Ich habe die Avenger hier am Start. Okay, und da hinten ist das Batmobil. So, ich steig mal da rein und drücke die Steuerkreuztaste nach rechts, weil ich halt in der Avenger diese Fahrzeugwerkstatt habe. So, einfach einsteigen. Okay, das ist ja mega easy. Pfeiltaste nach rechts. So. Und gleich wird auch der Part vom Kumpel kommen. Den blende ich euch auch noch ein. Kreis, Fahrzeug verlassen, Interaktionsmenü auf, in die Avenger einladen. Und zwar ladet ihr hier euren Kumpel ein. Passt auf, sein Part jetzt rechts oben. Und zwar ist er halt in eurer Sitzung. Er geht ganz normal auf die Einladung. Und ja, er braucht halt auch noch jemanden im anderen Zielmodus. Das ist auch ganz wichtig, wenn er dann so eine Person hat, weil er muss sich auch hier rausglitschen, sage ich mal. Ihr steigt beide ein, ja, in dieses Fahrzeug, entweder Deluxe oder Batmobil. Und Kumpel startet über das Handy, er holt es raus, geht schneller Job, einfach hier auf die Aktivitäten, Darts, Freundin, Sitzung, bist du sicher? Ja. So, Job ist nicht verfügbar, muss ich nochmal machen. Nochmal einsteigen, Handy raus, schneller Job, Aktivität, Darts, Freundin, Sitzung, bist du sicher? Jawohl. Und erst wenn bei ihm rechts unten auf Jobsuche weg ist, sondern bei ihm steht dran, Lobby wird gefüllt oder so, dann könnt ihr mit diesem Fahrzeug rausfahren. Ihr fahrt raus und dann, wenn ihr eine weiße, okay, da haben wir es, Lobby wird gefüllt, ihr fahrt raus, sobald dann rechts unten die Ladeschnecke weiße ist, joint ihr ihm einfach über die Party. Ihr werdet sowieso in der Party gemeinsam sein. Passt auf, hier auf den Namen, hier Sitzung beitreten. Genau, also ich fahre mal raus. Passt. Sobald bei euch weiße Ladeschnecke da ist, joint ihr ihm. So, Doppel-Playstation-Taste, Sitzung beitreten. Oh, leicht. Erste Meldung annehmen. In der zweiten warten wir ein bisschen. Und die könnt ihr dann auch ganz leicht annehmen. So, dann spawnt ihr zurück. Wartet noch ein bisschen. So, und dann macht ihr einfach über das Interaktionsmenü Selbstmord. Ganz easy. So, das war eigentlich auch so, finde ich, der schwierigste Glitch-Part, finde ich jetzt. Ist nichts Besonderes, Alter. Okay, Kumpel kann sich dann auch natürlich, ihr spawnt dann hier bei der Arena in der Nähe und Kumpel ist im schwarzen Bildschirm. Er muss halt jetzt auch eine Person im anderen Zielmodus finden. Das habe ich mir halt schon vorbereitet. Mach das kurz. So. Okay, raus aus dem Zielmodus. Ich bin jetzt hier auch beim Batmobil. Okay, wunderbar. So, jetzt fordert ihr euren MOC an über Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale anfordern. Und ihr könnt euch eigentlich vom CEO zurücktreten, dann geht ihr hier ganz normal auf den Motorradclub, registriert euch als MC-Präsident. So, und die Steps müsst ihr eigentlich auch gar nicht mehr wiederholen. Ja, das muss man jetzt gar nicht mehr machen. Jetzt fahre ich kurz den MOC hier vor. Ich spule das Ganze für euch einmal vor. So, okay, wir können den MOC einfach hier so abstellen. Dann könnt ihr jetzt als Beispiel den kostenlosen RH8, den fahre ich jetzt einfach von hier hinten raus, dann steigt euer Kumpel ein und ganz, ganz wichtig ist, dass ihr das auch nicht vergessen solltet, stellt hier unter Stil, nein, wo war das, Fahrzeuge, ah, das geht noch nicht so genau, wir fahren raus, wir müssen unter Fahrzeuge, wir müssen den Fahrzeugzugang nur auf Beifahrer machen für euren Freund, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, okay, jetzt ist er verschwunden, nochmal. Apropos, ich kann ja hier mal kurz auf Fahrzeuge gehen. Habe ich das schon eingestellt? Ja, bei mir ist Fahrzeugzugang schon auf Beifahrer. Perfekt. Wir holen nochmal den kostenlosen raus. Man hätte eigentlich auch hier den Easy, als Beispiel könnte man auch den Easy da lassen. Auf jeden Fall auch ganz wichtig, lasst den das Auto, was ihr dupen wollt, auf jeden Fall in der Arena. Ich glaube, ich habe das auch am Anfang gesagt, Alter. So, okay. Also, da, das machen wir jetzt so. Wir fahren den zum Kumpel. Okay. So, dann könnt ihr aufsteigen und Kumpel steigt einfach nur ein. Ja, so einfach ist es. Er muss nicht wirklich viel machen. Okay, jetzt rennt ihr so weit weg, bis bei euch über dem Interaktionsmenü bei MC-Präsident nicht Fahrzeug wieder einlagern dran steht, sondern ihr den Faggio auswählen könnt aus der 10er Garage. Ganz, ganz wichtig, aus der 10er oder so, aber nicht aus dem Motorradclub. So, hier habe ich einen von diesen Faggios. Ich drücke drauf.
Okay, Kumpel ist nicht ausgestiegen, so sollte es sein und es darf euch nicht den Fudgio auf der Map anzeigen. Macht es bei mir nicht, wunderbar. Das bedeutet, der Winnie Easy Classic hier von der Arena wird das Kennzeichen von diesem Fudgio bekommen. Ja, und diesen Easy Classic, was jetzt zum Beispiel hier bei mir in der Arena ist, der bleibt immer da. So, Werkstattebene. Und jetzt steigen wir in den Easy ein und wir können, das Geile ist daran, auch hier dann in der Arena rumfahren. Was ihr dann hier machen müsst, werde ich euch auch gleich zeigen. Passt auf. Also ihr steigt in den Easy Classic ein. Dann könnt ihr Gas geben ganz normal und fahrt halt auf jeden Fall exakt zu der Stelle, wo ich euch das jetzt auch zeige. Wir müssen hier durch die Werkstattebene nach hinten bis zum Tor. Und wir müssen auf jeden Fall die Türen blockieren von diesem Wagen hier, so dass wir uns rein teleporten können. Das ist eigentlich nicht so extrem schwer. Wir machen das hier. Hier habe ich das schon vorhin geschafft einmal. Muss nur den richtigen Spot finden, sage ich mal. Okay, der steigt jetzt hier bei mir rechts ein. Das darf nicht sein. Nochmal einsteigen. Okay, jetzt teleportiert er sich. Jetzt passt es. So, erst wenn er sich ins Auto teleporten kann, wisst ihr, dass ihr bereit seid. So, was hat er hier noch für ein Kennzeichen? Die 337, genau. Jetzt geht ihr einfach nur zu dem großen Tor. Und jetzt kommt es halt hier auch, ja, leicht aufs Timing an. Ihr werdet Werkstatt verlassen drücken, gleichzeitig mit Dreieck, ja, sogar leicht versetzt. Zuerst wirklich X und danach sehr schnell. Also ich mache das wirklich mit zwei Fingern einfach fast gleichzeitig. Zack, okay, ich habe noch gesehen, er ist eingestiegen. Und das sollte genau so sein. Falls ihr ohne Auto spawnt, dann müsst ihr jetzt diesen Schritt wiederholen. Aber jetzt passt mal auf, was passiert. Schaut euch das Kennzeichen an. Kumpel steigt aus. So, und Kennzeichen wird sich gleich ändern. Von 337 auf, am Ende sieht man es, 660. Art von Kumpel ist somit, denke ich mal, zu Ende. Da muss ich nicht viel drum reden, was er noch zu tun hat. Und jetzt speichert ihr diese Kopie in dem MOC ab. Okay, das war die erste Kopie. Das ist voll einfach. Ab hier wiederholen sich die Steps jetzt einfach nur noch. Könnt gleich dieses Fahrzeug nehmen, mit dem rausfahren. Dann steigt Kumpel wieder als Beifahrer ein. Wir machen es einmal noch. Okay, Kumpel steigt hier wieder ein. Das ist so einfach und jetzt könnt ihr ein Auto nach dem anderen dupen. Er steigt ein. So, ihr rennt wieder weiter weg und über den MC-Präsident fordert ihr den nächsten Fudgio an. So leicht ist das. So, nächster Fudgio. Wurde nicht ausgeliefert. Perfekt. Jetzt renne ich wieder rein und mache nochmal die gleichen Steps mit dem Easy, mit dem Eigenquetschen von den Türen. Wieder das gleiche mit X und Dreieck raus und mach dann einfach das nächste Fahrzeug. Also ich spule das hier noch kurz vor, mache noch das zweite mit euch. So, okay, das hat jetzt bei mir ein bisschen gedauert, weil ich habe das Auto nicht so perfekt hinstellen können, so leicht versetzt. Glaube ich, sollte das am besten funktionieren. Fakt ist auch, am besten immer das Auto anschauen, wenn ihr jetzt die nächsten Schritte macht mit X und Dreieck zum Verlassen und Einsteigen. Ich probiere es jetzt mal. Zack, okay, das hat funktioniert, wunderbar. Und jetzt kann dann Kumpel gleich aufsteigen und schon haben wir die zweite Kopie. So, er steigt aus, Fahrzeug verschwindet und was, wir haben eine neue Kopie. Also die speichere ich auch natürlich hier im MOC ab und ich denke mal, das war's hier auch mit dem Video, ja. Kann man nicht groß viel dazu sagen, der Glitch ist einfach, hat halt wirklich mehrere Voraussetzungen, was ich halt nicht ändern kann, sorry dafür. Falls euch ja das Video getaugt hat, würde ich mich riesig über ein Like und ein Abo freuen und falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare und ansonsten hören wir uns einfach mit dem nächsten Video.